أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. Die Offenbarung des Buches stammt von Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Wir haben die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, nicht anders als in Wahrheit und über eine bestimmte Zeit erschaffen. Diejenigen aber, die nicht daran glauben, wovor sie gewarnt wurden, wenden sich ab. Sprich, wisset ihr, was das ist, was ihr statt Allah anruft? Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie einen Anteil an den Himmeln? Bringt mir ein Buch herbei, das vor diesem da war, oder eine Spur von Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wer irrt mehr als jener, der statt Allah solche anruft, die ihn bis zum Tage der Auferstehung nicht erhören werden und die von seinem Anruf ahnungslos sind? Und wenn die Menschen vor mir versammelt werden, werden sie ihre Feinde sein und ihre Anbetung verleugnen. Und wenn ihnen unsere deutlichen Verse verlesen werden, sagen die Ungläubigen von der Wahrheit, wenn sie zu ihnen kommt, das ist offenkundige Zauberei. Oder sie sagen, er hat ihn, den Koran, erdichtet. Sprich, wenn ich ihn erdichtet habe, könnt ihr mir nichts gegen Allah nützen. Er weiß am besten, in was für Reden ihr euch ergeht. Er genügt als Zeuge gegen mich und euch, und er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Sprich, ich bin kein neuer Erfinder unter den Gesandten, und ich weiß nicht, was mit mir oder mit euch geschehen wird. Ich folge nur dem, was mir offenbart wird, und ich bin nur ein deutlicher Warner. Sprich, sagt mir, wenn dies, der Koran, nun aber von Allah stammt und ihr lehnt es ab, obwohl ein Zeuge von den Kindern Israels bezeugt hat, was ihm gleicht. Er hat geglaubt, ihr aber seid allzu hochmütig. Wahrlich, Allah weist dem ungerechten Volk nicht den Weg. Und die Ungläubigen sagen von den Gläubigen, wäre er, der Koran, etwas Gutes, hätten sie ihn nicht vor uns erlangt. Und da sie sich nicht von ihm leiten lassen, sagen sie, dies ist eine alte Lüge. Und vor ihm war schon das Buch von Moses eine Führung und Barmherzigkeit, und dies hier ist ein Buch der Bestätigung in arabischer Sprache, auf das er diejenigen warne, die freveln und denen eine frohe Botschaft bringe, die Gutes tun. Wahrlich, die da sagen, unser Herr ist Allah, und danach aufrichtig bleiben, keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Diese sind die Bewohner des Paradieses, darin sollen sie auf ewig verweilen als Belohnung für das, was sie zu tun pflegten. Und wir haben dem Menschen anbefohlen, gegen seine Eltern gütig zu sein. Seine Mutter trug ihn widerwillen, und widerwillen brachte sie ihn zur Welt. Und ihn zu tragen und ihn zu entwöhnen erfordert 30 Monate, bis er dann, wenn er seine Vollkraft erlangt und 40 Jahre erreicht hat, sagt, »Mein Herr, sporne mich an, dankbar zu sein für deine Gnade, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und sporne mich an, Rechtes zu wirken, das dir wohlgefallen mag. Und lass mir meine Nachkommenschaft rechtschaffen sein. Siehe, ich wende mich zu dir, und ich bin einer der Gottergebenen. Das sind die, von denen wir die guten Werke annehmen, die sie getan haben, und deren üble Werke wir übergehen. Sie gehören zu den Bewohnern des Paradieses in Erfüllung der wahrhaftigen Verheißung, die ihnen verheißen wurde. Und derjenige, der zu seinen Eltern sagt, Pfui über euch,
Verkündet ihr mir, dass ich auferstehen soll, obwohl schon vor mir Geschlechter dahingegangen sind? Und der unter ihnen, wenn sie beide Allah zu Hilfe rufen und zu ihm sagen, wehe dir, glaube, denn die Verheißung Allahs ist wahr, sagt, das sind nichts als Fabeln der Alten. Der gehört zu jenen, gegen welche der Spruch der Strafe fällig wurde, zusammen mit den Scharen, die vor ihnen hingingen von den Dschinn und den Menschen. Wahrlich, sie sind die Verlierer gewesen. Und für alle gibt es Rangstufen gemäß dem, was sie getan haben, auf dass er ihnen ihre Taten voll heimzahle, und kein Unrecht soll ihnen widerfahren. Und an dem Tage, wenn die Ungläubigen dem Feuer ausgesetzt werden, wird gesprochen, ihr habt eure guten Dinge im diesseitigen Leben aufgezehrt und ihr hattet Genuss daran. Heute nun sollt ihr mit der Strafe der Schmach belohnt werden, weil ihr ohne jegliches Recht auf Erden hochmütig wart und weil ihr fortwährend gefrevelt habt. Und gedenke des Bruders der Art, als er sein Volk bei den Sanddünen warnte, und Warner sind schon vor ihm gewesen und nach ihm und sagte, dient Allah allein, denn ich fürchte für euch die Strafe eines großen Tages. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns von unseren Göttern abzuwenden? So bringe uns das, was du uns androhst, wenn du einer der Wahrhaftigen bist. Er sagte, das Wissen darüber ist einzig bei Allah, und ich richte euch nur das aus, womit ich entsandt wurde, jedoch ich sehe, ihr seid ein unwissendes Volk. Dann aber, als sie sahen, wie es sich ihren Tälern gleich einer Wolke näherte, sagten sie, das ist eine Wolke, die uns Regen geben wird. Nein, es ist vielmehr das, was ihr zu beschleunigen trachtetet, ein Wind, der eine schmerzliche Strafe mitführt. Er wird alles zerstören auf den Befehl seines Herrn. Und am Morgen sah man nur noch ihre Wohnungen. So üben wir Vergeltung am schuldigen Volk. Und wir hatten ihnen Gewalt über das gegeben, worüber wir euch keine gegeben haben. Und wir hatten ihnen Ohren und Augen und Herzen gegeben. Aber weder ihre Ohren, noch ihre Augen, noch ihre Herzen nützten ihnen im geringsten etwas, da sie die Zeichen Allahs leugneten. Und sie wurden von dem erfasst, worüber sie zu spotten pflegten. Und wir haben bereits Städte rings um euch zerstört, und wir haben die Zeichen abgewandelt, damit sie sich bekehren mögen. Warum haben ihnen denn nicht die geholfen, die sie sich statt Allah zu Göttern genommen haben und die sie ihm nahebringen wollten? Nein, sie entschwanden ihnen. Das war ihre Lüge und das, was sie zu erdichten pflegten. Und da wandten wir dir eine Schar Dschinn zu, die den Koran vernehmen konnten. Und als sie bei ihm zugegen waren, sprachen sie, hört zu. Und als er zu Ende war, kehrten sie zu ihrem Volk zurück und warnten es. Sie sprachen, O unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Moses herabgesandt worden ist und welches das bestätigt, was schon vor ihm dagewesen ist. Es leitet zur Wahrheit und zum geraden Weg. O unser Volk, hört auf Allahs Rufer und glaubt an ihn. Er wird euch eure Sünden vergeben und euch vor qualvoller Strafe schützen. Und der nicht auf Allahs Rufer hört, kann ihm nicht auf Erden entrinnen, noch kann er Beschützer außer ihm haben. Solche befinden sich in einem offenkundigen Irrtum. Haben sie nicht gesehen, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschuf und bei ihrer Erschaffung nicht müde wurde, auch vermag, die Toten lebendig zu machen? Wahrlich, er hat Macht über alle Dinge.
Und an dem Tage, an dem die Ungläubigen in dem Feuer ausgesetzt werden, heißt es, ist dies nicht die Wahrheit? Sie werden sagen, doch, bei unserem Herrn. Er spricht dann, so kostet nun die Strafe dafür, dass ihr ungläubig waret. So gedulde dich denn, wie es die Gesandten taten, die geduldig waren, und überhaste dich nicht ihretwegen. An dem Tage, an dem sie das schauen, was ihnen angedroht wird, wird es ihnen vorkommen, als hätten sie nur eine Stunde eines Tages im Grabe verweilt. Dies ist eine Ermahnung. So soll niemand anders als das frevelnde Volk vertilgt werden.